Yo, Leute, was geht? Herzlich willkommen zu diesem wunderschönen Tag. Mit dabei ist Kilian. Der Tag hat damit auf jeden Fall das schlimmste und drastischste Ende der Welt gefunden. Der Tag ist damit nicht mehr wunderschön. Leute, wir waren ausnahmsweise im Fitnessstudio. Man sieht es uns natürlich an. Wir sind und haben natürlich nicht geduscht. Natürlich nicht. Und wir sind auf jeden Fall auch nicht die krassesten Tiere. Also eigentlich sind wir nur da, um alten Männern hinterher zu gucken. Jedenfalls, meine Freunde, hatte Kilian eben folgende Idee. Und zwar meinte er, Monte hätte eine wunderschöne Parfum-Sammlung. Parfum ist richtig, oder? Parfum. Monte weiß auf jeden Fall Bescheid, das heißt, Strike kann ich auch an der Stelle auf jeden Fall bei dem Video erwarten. Ich denke mal, das Video ist spätestens um 19 Uhr wieder runtergenommen worden von ihm. Danke dafür an der Stelle. Ich würde sagen, wir fangen direkt mal an, Leute. Und eine neue Java-Update ist verfügbar, das können wir uns auf jeden Fall sonst wohin stecken. Fangen wir einfach mal an, Leute. Digga, 500, das sind 5 Euro nur, ne? Der hat immer 2 Nullen dran, oder? Nee. Nicht? Auswahl? Nein. Ich glaube, ich muss anfangen mit Twitch, Bro. Ich glaube, nein, immer 2 Nullen dran. Sehe das da? Da? Lull. Muss los, Digga. Hä? Er reagiert so 500? Ja, lull. Ich freue mich, wenn mir jemand zappt, Digga. Ich hole mir einen runter, wenn mich jemand zappt auf Twitch, Alter. Wie ist das bei Twitch? Wenn jemand zappt, dann bekommst du... Was davon ab, aber Twitch auch. Aber was kostet ein Sub? 5 Euro. Ja, geht ja. Ist okay. Montes Parfumsammlung. Schauen wir mal ganz kurz. 500 Euro mal gedroppt bekommen. 1000 Euro Parfüm, Alter. War's ja aber mal wieder komplett, Bruder. Habe ich da jetzt gerade einen Knick in der Optik gehabt oder was? Also, Tylox haut 2 Euro aus für dein Parfum, Bruder, ich danke dir. Ja, Justin mit 2 Euro dabei, hab gerade auch versucht, meine Kette durch Kraft vom Hals zu holen und sie ist gerissen. Bruder, das war's aber komplett. Ich schwöre, auch wenn es gerade noch nicht um das Parfum geht, ich feiere ja diese Rolex-Krone und diese Postleitzahl unnormal krass. Da 500 jetzt, oder, glaube ich, sagt er? 500 Euro raus, Digga, was ist da los, Alter? Okay, geht schon krank ab, ich wollte gerade sagen. Leute, ganz kurz, ich habe, glaube ich, dieses Jahr echt angefangen, mir Parfüms zu kaufen, Parfum zu kaufen. Vorher roch ich immer tatsächlich nach dem Textilerfrischer von Fahr oder meinem Duschgel oder dem Deo von Jody, also eigentlich. Glaub mal, was für Parfüms oder Parfums hast du? Digga, ich hatte, glaube ich, mein Leben lang, wie so ein dämlicher Vollspasti, hatte ich Paco Rabanne, One Million. Digga, und ich bin ganz ehrlich, es stinkt einfach wie ein Haufen Scheiße und ich weiß nicht, warum es mir damals geholt hat. Schade, aber schade. One Million, Digga, war ein geiler Duft. Ja, aber den hat halt jeder Larry, deshalb passt es auch zu mir, weil ich bin halt so wie jeder Larry. Gut. Max Black. Das kostet. Fangen wir erstmal an. Das sind jetzt 75 Milliliter. Das kenne ich aber irgendwie. 50 Milliliter kostet das hat mein 20 Vater Euro. Gehabt, das ist ein simples Einsteiger-Parfum. Aber Max Black. Vor allem, er ist so richtig. Also, so No Front gegen Monte, ne? Aber er ist halt so richtig. Du kennst du diese Typen, Alter, die bei Schlecker damals noch immer das Parfüm gekauft haben, immer in den Deckel gesprüht haben, um zu gucken, wie man es riecht? Ja, natürlich. Er sprüht auch in den Deckel. Ist wirklich. Ein sehr geiler Geruch, wie ich finde. Ich bin jetzt mal gespannt, Digga, ob er jetzt so anfängt, die Düfte zu beschreiben, so mit seinen Worten. Bin ich auch gespannt. Riecht so aktiv im Abgang. Ich muss sagen, ich habe den Stream ganz kurz am Ende geguckt. Ja, super. Er mit Kilian, dann brauche ich ja gar nicht neben dir sitzen, dann hau doch ab. Ich habe mich extrem an meine ganz harten Anfangs-Spielhallenzeiten. Warte, ich mir das Digga, dieser Unterschied, du gehst in einen Laden, der Douglas-Mitarbeiter beschreibt deinen Duft mit holzig, ein bisschen Moschus, klein bisschen Rose, Monte, das riecht wie Spielhalle. Wenn ich dran rieche, sehe ich mich einfach mit 400-500 Euro in der Tasche und 12 Stunden lang ohne Risiko hochdrücken. Ja, das habe ich nämlich immer früher gemacht. Weißt du, was Risiko ist? Nee, Digga, ich habe keine Ahnung von Spielhalle. Du setzt 2 Euro, dann kannst du auf dieser Leiter immer hochklettern, ne? Ja, ja. Du verlierst da so viel Geld. Okay. Also das finde ich als Einsteiger, als recht kostengünstiges Parfum, ein sehr gutes, hat einen sehr, sehr guten Parfum, Geruch. Alter. Und tragen auch nicht so viele. Ist jetzt schwer, ne? Also es ist ein sehr guter Duft. Max Black finde ich sehr Also er setzt sich schon gut. Krass damit auseinander, Digga. Etwas günstigeren Parfum und das ist zwar das ist das Fahrenheit von Dior. Boah, das ist krass. Echt jetzt? Das ist krass. Ein sehr kenn ich auch. Das ist ein sehr alter Duft, oder? Gibt schon krank auch. Lange. Du ich hab das nicht. Dior Sauvage? Ja, Sauvage habe ich. Sag ich mal so das Gegenstück so ein bisschen mit dazu. Ah, Sauvage riecht so ein bisschen süßer. Riecht sehr, sehr intensiv und sehr lange. Das ist teuer, das Fahrenheit. Ein sehr geiler Geruch, wie ich finde. Das ist echt geil, feier ich auch. Kostet jetzt, wie viel Milliliter sind das? 100 Milliliter, was habe ich hier? Das sind 50. Kostet 100 Milliliter 60 Euro. Boah, geht klar. Ich muss ehrlich sagen, Parfüm ist immer so eine Sache. Ich dachte auch immer, dass es wirklich eigentlich nicht wert ist, Geld dafür auszugeben, bis man dann wirklich mal seinen Duft gefunden hat. Und bis du dir letztens dieses 120 Euro Parfüm gekauft hast. Ja, aber das war einmalig, Digga. Vorher habe ich auch, glaube ich, einfach nach Duschgel gerochen. Ja, aber das ist echt geil. Also, und wer hat es mir nachgekauft? Kilian, Grüße gehen raus an dich.
Ja, was soll ich sagen? Also ich, Parfum ist wirklich so eine Sache, wo ich sagen muss, ich glaube, das ist es schon wert. Ein geiler Geruch ist, glaube ich, schon echt was Besonderes. Ja, so, du kannst damit halt auch krass viel steuern, ne? Also. Ja gut, das ist natürlich jetzt wieder deine manipulative Sicht der Dinge, Kilian, ja? Mir geht es nicht darum, Frauen damit abzuschleppen, sondern tatsächlich einfach nur gut zu riechen für mich selber. Ich mache das aus einer ganz egoistischen Art und Weise. Deswegen waren wir auch gerade nicht duschen nach dem Sport. Genau, weil ich einfach gerne stinke. Einige von euch werden die Story von damals noch kennen, und zwar... Was kommt jetzt? Von Peter, der ja so gefühlt in meinen Armen gestorben ist, der von meiner Ex-Freundin, der Stiefpapa. Grüße gehen raus an Peter da oben. Und zwar habe ich das Parfum nur von ihm kennengelernt. Und zwar ist das Blueberry Brit. Blueberry? Ist nicht Burberry? Das heißt Burberry. Blueberry. Burberry. Das hat auch irgendjemand schon in den Chat geschrieben. Ja, wir schauen mal ganz kurz, was das ist. Aber krasse Geschichte mit dem Stiefvater, Alter. Also, ich liebe das. Schau ganz genau auf sein Gesicht. Schau, warte, pass auf jetzt. Also, was war das? Da war ganz kurz. Er wollte irgendwas droppen. Da war ganz kurz 2 Sekunden komplett vorbei, Digga, bei ihm, wie er es sagen würde. Wird man nicht oft riechen. Also, es ist ein sehr intensiver, geiler Geruch. Er hat einen hohen Wiedererkennungswert aus meiner Sicht. Recht kostengünstig und diesen Geruch. Recht kostengünstig. Ich liebe es, Digga. Ob man das rausriecht, ob man kostengünstig ist oder nicht. Alter. Ich liebe das, Digga. Dieses Gegenstück. Er sieht da wirklich, er hat das Unterhemd, die Rolex, die Goldkette, weißt du? Das Rolex-Tattoo, Digga. Und dann sagt er, recht kostengünstig, hält das Flakon so und riecht dran, Digga. Einfach nur Feuerwehr, Junge. Ja, Mann. Kann man nicht anders sagen. Ein sehr geiler Geruch, Digga. Ein sehr geiler Geruch. Verbinde ich auch halt an die Zeit, wo ich meine erste Freundin so gefühlt hatte. Das ist unfassbar krass. Gerüche sind so heftig, oder? Genau, wir waren bei mir, ich zeig Rebis so ein Parfüm, das haben mir meine Eltern vor 3 Jahren zu Weihnachten geschenkt. Und ich riech das wieder und erinnere mich so genau an das Weihnachten. Dass deine Eltern seit 3 Jahren nicht mehr mit dir reden wollen. Servus, geht raus an deine Eltern. Einer meiner absoluten Favorite Parfums. Oder ohne Spaß, wenn ihr ein krankes Parfüm haben möchtet, wirklich krankes. Ich habe keine Ahnung davon, Digga. Nicht so viel Cash. Das Ding, ich habe noch niemanden gesehen oder noch niemanden getroffen, der das nicht geil fand. Okay. Und wie viel ist das denn jetzt hier? 100 Milliliter. Aber Versace kostet aktuell 50 Euro. Sehe ich jetzt hier. Ja, unter anderem. Zur Unterhose. Sehr guter, sehr, sehr guter Geruch. Riecht man auch nicht so oft. Ist halt Versace so. Finde ich sehr geil. Ist ein sehr guter Geruch aus meiner Sicht. Kann man sich auf jeden Fall mal gönnen. Ist auch eine, wie ich finde, sehr geile Optik von der Flasche her. Sieht echt cool aus. Und ein sehr geiler Geruch. Parfum, benutze Parfum, ich auch. Parfum-Flakons sehen sowieso immer geil aus. Das Parfum heißt schon Versace Eros. Digga, ich kann mir nur vorstellen, dass das nach alter Nutze riecht, Alter, wenn es Eros heißt, wirklich. Ich hab ein Loch. Digga, ich feier es. Das 2 Euro Seinripp Unterhemd, aber dann halt die Rolex und die Kette. Ehre, Digga. Ist das? Warte, das oder mein, ist... Also ich, meine Nase Blöde ist Chanel. Das habe ich auch gehabt, glaube ich. Blöde mal. Chanel. Auch ein geiler Duft. Ich habe jetzt hier 150 Milliliter. Das kostet 56 Euro, 50 Milliliter. Das ist so ein Rotduft. Also das trägt man eher, wenn man es so anzieht. Blöde Chanel. Ist doch scheißegal. Ihr wisst doch, was ich meine. Aventus, Creed Aventus ist ein Dosenöffner. Was? Was sagt er? Warte. Okay, gerade nochmal einen Eistee getrunken, um die Geschmacksnerven zu neutralisieren. Wir gehen aber ganz kurz zurück zu der Stelle, Bruder. Das ist schon echt heftig, Digga. Also ich kann euch... Das hast du mir doch empfohlen, oder? Ja, das ist doch das, was ich mir geholt hatte. Vor der Gamescom, Parfum. Parfum kaufen. Und die Verkäuferin... Das habe ich mir noch geholt, ne? Die wollte, dass du dir das holst. Ja, aber ich finde, ich bin kein Greed-Fan. Greed ist fucking teuer und es gibt günstigere Düfte. Aha. Aber es ist ein Dosenöffner, hat er gesagt. Ja, warte. Also wirklich. Das ist ein Dosenöffner. Wenn ihr wisst, was ich meine. Absolut, ich fühle das. Das ist echt ein Dosenöffner. Ja, Mann. Ich schwöre. Ja. Aventus, Creed Aventus ist ein Dosenöffner. Ist es ein Dosenöffner? Ich weiß gar nicht. Ist es ein Dosenöffner? Würdest du sagen, ist es ein Dosenöffner? Digga, das Ding ist kann's so... Jetzt, aber ich kann es doch gar nicht... Viele feiern das. Also ich bin wirklich einer der wenigen, der sagt Creed Aventus. Ich kann das aber jetzt auch gar nicht seinem... Also hat er jetzt gesagt, es ist ein Dosenöffner oder nicht? Dosenöffner heißt... Also ein frauenbezirzendes Parfüm. Muss man das noch erklären, was Parfum. Ein Dosenöffner ist? Parfum. Ich glaube, jeder weiß, was ein Dosenöffner als Parfüm ist. Ist aber auch teuer, Digga. Ja. Das ist auch extrem teuer. Wir können mal ganz kurz gucken, was es kostet. Er ist ein Nischenduft. Also Nischenduft ist...
ein Duft, den man nicht bei Douglas oder so bekommt, da musst du echt in eine Parfümerie gehen. Okay. 250? Boah, Digga. Ja, das liegt, ich habe auch 50 Milliliter, das liegt bei 190, 180 Euro. Das ist krass, das ist krass. 100 Milliliter bist du, glaube ich. Das ist halt sein Preis. Aber immer 100 Milliliter so, zu kaufen, mag ich auch nicht. Ich finde immer 50 finde ich besser. Dann habe ich mir als zweites dieses hier geholt. Das ist Origin. Noch eins Original davon, Digga. Vetiva, gleiche, Original Vetiva, keine Ahnung. Digga, gleiche Flasche, Alter, guck mal. Schauen wir auch noch mal ganz kurz, was der Aal kostet. Der Aal, Alter. 50 Milliliter, 128 Euro. Boah, ist schon teuer. 128 für 50 Milliliter, ist krass teuer. Finde ich persönlich, Moment. Ich finde diese ganzen Creed. Ja, nee, also, muss ich sagen, Digga, finde ich persönlich von den Parfums, die ich mir von Creed geholt habe, am schlechtesten. Kann ich euch nicht empfehlen. Hä, wieso kauft er sich das dann? Das frage ich mich gerade auch, weil du riechst es ja in Parfümerie, oder? Ja. Oder hat es online bestellt. Ja, dann kannst du es schlecht zurückschicken. Ja, wenn es halt stinkt. Aber Parfüm online bestellen ist halt sowieso Blödsinn, so finde ich. Ne? Was haben wir noch? Ja, moin. Verlose ich, Kappa. Alles klar. Preise, die Leute haben... Was nehmen, Bruder, bei dem Preis? Ah, guck mal, so ein silbernes nach vorne. Also wirklich, ein heftiger Duft. Einer der besten, die ich kenne. Wirklich, ein ganz heftiger Duft. Creed, hey, Himalaya mehr, Digga, ist... Doch, Digga, das wurde mir aber sogar empfehlen. Das wurde mir sogar empfohlen, Digga. Creed, Himalaya. Ich hatte letztens dieses... Heißt das echt Himalaya? Was ich drauf hatte, hatte ich ja gesagt. Das wurde mir von irgendwem empfohlen, weil der Verkäufer an der Kasse zu mir irgendwas gesagt hat im Rewe. Und ich so, bitte? Er so, ja, dein Parfüm, das ist das und das. Ich so, ja, keine Ahnung, hat mir ein Kollege empfohlen. Weiß nicht, wie das heißt. Er so, ja, check mal Creed Himalaya aus. Hast du das zu Hause? Nee, ich hab das nicht, aber mir wurde das von dem empfohlen. Von einem Kassierer im Rewe, der meinte, dein Parfüm riecht nice und er wusste, dass es irgendwas Besonderes ist, also was Teureres ist. Ja. Und der meinte, das wäre wohl der ultimative Duft. Krank. Ehre. 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 Gut, Leute, ich würde sagen, wir sind hier bei 15 Minuten angelangt. Ja, alle, ich glaube, Montes seine Nase, die ist gerade auch. Alle Raflinks sind natürlich zu jedem Parfüm in der Videobeschreibung. Viel Spaß dabei, Thomas, auf jeden Fall an der Stelle. Leute, schaut auf jeden Fall gerne bei Monte vorbei. Der Ehrenbruder ist natürlich in der Videobeschreibung verlinkt. Was soll ich sagen? Schaut bei Kilian vorbei. Dem Boy fehlen noch ein paar Abonnenten bis zu 100.000. Heute übrigens ein Dreaddrop rausgekommen. Könnt ihr auch mal auschecken. Link ist in der Videobeschreibung. Kilians eigene Modekollektion. Ehre. Ich bin heute mal nett und verlinke hier einfach alles und jeden durch, Leute. Ehre. Lasst ein Abo da bei mir. Ich küsse eure Augen rechts, links, oben, unten. Macht's gut, haut rein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, tschüsschen. Ciao.